Haben Sie Nazi-Hintergrund? Was habe ich? Was? Ob Sie Nazi-Hintergrund in Ihrer Familie haben? Antworte ich nicht drauf. Nee? Nö. Frag mich, haben Sie Nazi-Hintergrund? Nein? Das kann ich verneinen. Nee. Nicht, dass ich wüsste, nein. Alles, was nicht perfekt Deutsch spricht, alles, was nicht weiß ist, sind Menschen mit Migrationshintergrund. Darauf konnte man sich in Deutschland jahrelang einigen. Und Deutsche sind Menschen mit Nazi-Hintergrund? Ich frage einfach mal nach. Habt ihr Nazi-Hintergrund in eurer Familie? Kein bisschen. Kein bisschen? Wo weißt du das? Weil ich selber Ausländer bin. Ah, okay. Und wie sieht's bei dir aus? Bei mir bestimmt. Bei dir bestimmt? Hast du mal nachgeforscht? Nicht direkt, wenn ich ehrlich bin. Ich werde immer so nach meinem Migrationshintergrund gefragt. Wie sieht's denn mit dem Nazi-Hintergrund bei dir aus zum Beispiel? Wüsste ich gar nichts drüber. Nein. Nein? Woher weißt du es? Ja, weil... ich hoffe mal. Darf ich mal fragen, ob Ihre Familie einen Nazi-Hintergrund hat? Nein, hat sie nicht. Haben Sie mal sich damit auseinandergesetzt, mit der Familiengeschichte? Ehrlich gesagt, nein. Nee, aber Sie wissen, dass Ihre Familie keinen Nazi-Hintergrund hat? Ja, ich glaube schon. Warum? Gefühl. Was ist das eigentlich hier gerade? Wir drehen gerade einen Beitrag zum Thema Nazi-Hintergrund. Ja, das habe ich gemerkt. Weil wir so ein bisschen gucken wollten, wie es mit der Aufarbeitung funktioniert. Okay. Hast du einen Nazi-Hintergrund in deiner Familie? Ja. Ja? Ja. Woher weißt du das? Weil mein Großvater im Krieg war und der kommt hier aus Deutschland und deswegen war der Nazi, würde ich sagen. Haben Sie keinen? Nee. Haben Sie schon nachgeforscht? Warum sollte ich das? Das ist für mich nicht interessant, weil das nicht meine Zeit ist. Weil das ist 2 Generationen her mittlerweile. Viele Leute, die seinerzeit im Krieg waren, waren deswegen im Krieg, weil sie mussten, pauschalisieren und sagen, Nazi-Hintergrund, ja, wer hatte denn einen Nazi-Hintergrund? Was ist ein Nazi? Ist es derjenige, der Soldat, der irgendwo vor Stalingrad im Dreck gestorben ist? Mhm. Oder ist es derjenige, der in Auschwitz die Leute vergast hat? Ja. Kann man die Frage nicht so stellen. Hatten Sie einen Nazi-Hintergrund oder Ihre Familie? Und mein Großvater hat natürlich früher manchmal Geschichten erzählt aus dem Krieg. Der war ja kein Nazi, der war ein Soldat. Ganz kurz gesagt, meine Urgroßmutter ist Jüdin gewesen, ist verfolgt gewesen, ist umgebracht worden. Also ich habe mich damit auch ziemlich auseinandergesetzt und habe von der Seite jetzt keine Nazi-Hintergrund, sondern eher die andere Seite. Ich weiß, dass mein Großvater 6 Jahre in Kopenhagen im Gefängnis gesessen hat, weil er eine NSDAP war. Ich kenne seine Tagebücher, wenn man das liest, denkt man, das kann kein Mensch aus meiner Verwandtschaft sein. Die Gedanken, die er hatte, dieses Rassendenken, die können Sie nicht teilen. Nee, das ist ja absolut absurd. Ich habe ja den Nationalsozialismus als kleines Kind erlebt. Ich bin also von einem Bunker in den anderen geschleust worden und war froh, dass ich noch am Leben war. Und meine Familie, meine Eltern waren vollkommen unpolitisch. Mein Vater war einfacher Soldat, war Militär, kam verletzt aus der Gefangenschaft zurück. Meine Eltern haben dann gleich geheiratet. Mhm. Also die haben das ganze Geschehen in der ländlichen Region am Rande mitbekommen. Mhm. Und natürlich haben sie einiges bemerkt. Und sie haben auch nicht sich gewehrt oder Widerstand geleistet. Mhm. Und das haben wir ihnen damals übel genommen. Ja. Da gab es auch sehr viele Konflikte in der Familie. Soweit ich weiß, war keiner in der Partei. Ja. Es gibt noch ein Bild von meinem Opa mit einer Hakenkreuzbinde, tatsächlich. Selbst ich habe auch Nazi-Hintergrund in der Familie. Also zumindest war mein Uropa mal in der NSDAP. Man hat ja gar nichts mehr damit zu tun, aber letzten Endes war es schon so, dass die Familie doch irgendwie mal involviert war. Denken Sie, dass es wichtig ist, sich mit dem Nazi-Hintergrund zu beschäftigen, mit dem eigenen? Ja, natürlich. Gehen Sie mal davon aus, dass die Mehrheit das nicht tut. Die Debatte um den Nazi-Hintergrund, ausgelöst von Bharata Raya und Hilal, Props an dieser Stelle, hat mich dazu gebracht, mal mit meinem Opa darüber zu sprechen, was in unserer Familie denn so im Zweiten Weltkrieg los war. Wie sieht's denn bei euch aus? Kennt ihr euren Nazi-Hintergrund?